Das ist der letzte Part von Let's Play Super Mario 64. Auf zum Finale! Die Tür umringt von Peach-Bildern. Dann muss sie auch wirklich hier sein. Das ist die endlose Treppe. Habt ihr weniger als 70 Sterne? Ist sie wirklich endlos? Es sei denn, ihr könnt ein bisschen Glitch-Using betreiben, aber... Oder genug tricksen, sagen wir so. Aber 70 Sterne ist eine gute Marke, um hier wirklich auf dem Weg zu den Credits zu sein. 120 gibt es insgesamt, ihr wisst das. Und den letzten Stern gibt es in dieser Welt. Bowsers Luftschloss. Und zwar mit den 8 roten Münzen, die jetzt nochmal richtig schön böse versteckt sind. Aber ich mag die Verstecke. So. Es geht steil bergauf mit der Karriere. Auch im letzten Part. Ein bisschen wehmütig ist man ja schon. Mario 64 passieren immer geile Sachen. Das ist immer ein eigenes fantastisches Abenteuer. Na, bleibst du? Nein! Sowas meine ich. Oh, das macht einen Abgang. Das Suizidleben. So, hier könnte ich hoch, aber wir müssen runter. Denn echt schwer versteckt, muss ich schon mal sagen. Diese rote Münze. Warum macht man sowas? Also man hat das Gefühl, man sieht alles und will nicht irgendwie mit der Kamera rumspielen in dem Moment. Trotzdem haben sie es genau da versteckt. Ist echt diabolisch, also könnte von mir sein. Komm, nehmen wir mal noch die extra Leben mit hier, oder? Ist gar nicht so einfach. Auch hier könnt ihr abkürzen. Kürzen oder würzen? Relativ easy. Ich weiß nicht, ob die das bedacht haben. Wahrscheinlich eher nicht. Hey, Wump, wie geht's? Hallo. Schade, dass wir hier keine Münzen sammeln. Die da unten sahen schon wieder sehr verlockend aus. Hey, Bomberman. Tschüss, Bomberman. Ach komm, dann hauen wir dir noch einen aufs Kreuz, ne? Oder weißt du was? Die Münzen sind mir egal. Ich will einfach nur, dass du stirbst. Du hast mir in diesem Let's Play nichts Böses getan. Das muss ich dir mal zugute halten. Du hast mich kein einziges Mal zu fassen gekriegt, aber trotzdem... Ja, in all den Jahren, als Kind und in den ersten beiden Let's Plays, hast du mich durchaus gedisst. Und hier kommt die Quittung! Das ist wie bei Mad Mario, den YouTube-Videos. Wenn Bowser so, oh, du bist aber böse. Was, du glaubst, ich bin fett? Oh Mann. Auch da kann man schon rüberspringen, aber hier gibt es noch eine rote Münze. Red Coin. Die halbe Miete. Juhu. Mit Z plus B verletzt ihr euch da nicht, weil er so stylisch dann sich in die... sich da reinhaut. So. Energie auffüllen brauche ich nicht. Vielleicht ein bisschen mehr Anlauf. Ups. Nein, ja, ja, ja. War nicht so geplant, aber egal. Alles gut, alles gut. Auch hier. Nein. War da nicht noch... Ja, 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 ja. Da war doch noch was. Also man kann da oben abkürzen, wenn man es kann. Ich mache mich selbst nervös. Aber das hat sich über das ganze Let's Play gezogen. Also keine Nervosität. Ich erzähle euch was, was ich so vorhatte. Vor dem Let's Play. Gleich bei den Credits. Die vorletzte... Münze, Coin, wie auch immer. Schädel, Traumabruch. Oberschenkel, Halsbruch, ganz klar. So. Kampf der Kamera. Aber ich muss sagen, auf dem N64 funktioniert das besser als jetzt mit meinem Xbox 360 Controller hier. Da sind wir auch schon so gut wie beim Finale, ich glaub's ja nicht. Oh, ich bin runtergesprungen. Oh, alles immer von vorne. Oder ich bin direkt zur letzten roten Münze gejumpt. Das waren wirklich zwei harte Verstecke. Manche lagen auf dem Weg, aber es waren echt schlimme dabei. Wobei das nur die zweitschlimmste war. Die andere habe ich euch ja gesagt, die fand ich noch schlimmer. Okay, Stern Nummer 120! Für die 100% fehlt nur noch eines. Der Dicke.
diese Orgelmusik. Mario, wie schön, dich zu sehen. Ich dachte gerade an eine Grillparty. Schon bist du da. Jetzt brauche ich mir wenigstens keine Gedanken zu machen, was ich grille. Nämlich dich! Dann gehört die Prinzessin endgültig mir und ich bin auf ewig Herrscher des Schlosses. Ist das so? Auch wenn ihr mir inzwischen eine Limo schuldet, bin ich dann trotzdem mir selbst noch was schuldig, und zwar das hier besser zu schaffen. Übrigens, so ein kleines Special am Rande erwähnt, auch was Wissenswertes wieder zum Spiel, was ich noch nicht ausgepackt habe. Mario sagt ja, so long, King Bowser. Oder sagen wir, Charles Martinet sagt das. Direkt eine Flamme, ist ja gar nicht so lustig hier. Also geht schon, er will es gerade nicht, aber es geht schon. Hör auf, ich verstehe da keinen Spaß. So long, King Bowser, sagt er ja, am besten jetzt auch nochmal. Es muss irgendwas mit dem Controller zu tun haben, ganz im Ernst. Irgendwas stimmt da nicht, ich verschätze mich total. Eigentlich habe ich das so im Schlaf drauf. Eigentlich im Schlaf drauf. Eigentlich, ich schmeiß den eigentlich hier in diesem Finalkampf. Zack, zack, zack. Dreimal runter. Direkt da drauf. Egal wie weit weg das verdammte Ding ist. Ich schmeiß den eigentlich dreimal da runter. Und es passt. Warum es mir hier nicht gelingt. Ich schmeiß den schon zu früh weg jedes Mal. Ich habe jetzt extra nochmal lang gelassen, aber. Keine Ahnung. Liegt wahrscheinlich an irgendeinem technischen Problem. Ist mein Ernst. Guckt euch meine anderen Let's Plays an. Da habe ich mich hoffentlich... Ja doch, ich wüsste nicht, dass ich irgendwie verfehlt habe. Er wirft zu früh ab. Was ist denn da los? Ach, Rage im letzten Part. Egal. Wir kriegen es trotzdem hin. Keine Angst. Rutsch direkt in ihn rein. Ja, so viel Energie will ich jetzt nicht verlieren, sonst muss ich den ganzen Parcours nochmal machen. So long, King Bowser! Ich krieg Facepalm, ich könnte mir selbst nicht zusehen, das tut mir echt leid. Na gut, für diese Vorstellung schuldet ihr mir keine Limo mehr. Wir sind quitt, okay? Wir sind quitt. Ich stell mir jetzt einfach vor, ich müsste ihn geradeaus senkrecht nach oben machen. Ja, passt schon besser. Dabei haben die eigentlich einen ganz akzeptablen Radius, die blöden Kugeln. Mensch, jetzt erzähl doch mal deine Anekdote. So long, King Bowser! Sagt Mario nur auf der amerikanischen und europäischen Version, auf der japanischen macht er dann nur Bye-bye oder Wahoo, wenn er Bowser wirft. Schon besser. Das liegt aber an dem Grund, dass in Japan er gar nicht Bowser heißt, sondern King Koopa. So, wenn ich jetzt alle drei wenigstens hintereinander schaffe, bin ich zufrieden mit mir. Na, knapp. Ja, immerhin. Weiß nicht, ich musste das gerade neu berechnen. Bitte ich zu entschuldigen, hier übrigens sehr schön. Die Arena sieht aus wie ein Stern. Toll, was? Ich glaub's nicht, du hast mich besiegt! Wie konnte das nur geschehen? Meine Truppen, die Sterne, alles umsonst. Was? Es gab insgesamt 120 Sterne im Schloss zu finden. Dann habe ich wohl einige bei meiner Suche übersehen. Jetzt kehrt der Frieden zurück in die Welten der Gemälde. Was für ein fürchterlicher Gedanke. Ich kann mir das nicht länger ansehen. Ich verschwinde. So lang. Bis zum nächsten Mal. Bis dann und ciao. Ich komme wieder. Ich weiß. Doch dein Job. So, dann jetzt diesen imaginären... Ach, weißt du was, ich könnte mich jetzt eigentlich nochmal in den Tod schmeißen. Aber tu es nicht. Ein besonderer Stern, der einem sofort das Flügelkäppi verleiht und was einen lange fliegen lässt. Triumphal. Triumphal. Was mich allerdings mehr interessiert als die Stimme von Mario, Charles Martinet, bekannt bis heute,
Die Stimme von Peach, ne? Ist nicht dieselbe, ne? Das war nur in Mario 64 die Stimme. Wir werden sie nämlich gleich wieder hören und deswegen frage ich nur schon mal. Ja, und auch die Toads waren ja ursprünglich mal entführt und man hat sie erst jetzt gesehen. Weil man sie ja so knuffig fand, hat man die Toads dann doch im Spiel und im Schloss verteilt. Ja, das ist wohl der ultimative Stern, der zählt nicht, aber er sorgt dafür, dass Peach hier wieder aus dem Gemälde herausgehievt wird. Herr Bowser, was sollte das denn eigentlich? Du hast sie gar nicht an deiner Seite gehabt, wie sonst. Sonst war sie ja immer in der Burg und keine Ahnung, was er mit ihr eigentlich machen will. Kuchen backen. Stimmt, hat man in irgendeinem Spiel, ne? Bowser will doch einfach nur einen Kuchen gebackt haben. Und bekommt bis heute keinen. Mal sehen, vielleicht irgendwann auf NX. So ein Minigame. Bowsers Kuchen. Na gut, ich kenn's halt, aber jetzt halte ich die Klappe für die Leute, die den Dialog hier jetzt nicht kennen. Mario! The power of the stars is restored to the castle. And it's all thanks to you. Thank you, Mario. We have to do something special for you. Here we go! Listen, everybody. Let's bake a delicious cake. For Mario. Credits-Song. Ja, ja. Ich bin nicht nah am Wasser gebaut, aber wäre ich es, dann würde ich jetzt sentimental werden. Mensch, Peach sieht in Mario 64 so am mystischsten aus, oder? Mario World winkt sie aus der Clownskutsche und so und keine Ahnung, hier kommt sie so rüber wie so ein Gott rausgeschwebt und reißt die Augen auf Mario! Die Macht ist zurückgekehrt! Okay. Ach, diese Zusammenfassung. Ich meine, wir haben jetzt das Spiel ziemlich schnell durchgenudelt. Ich wusste immer, was zu tun ist und so. Aber wenn ihr das erste Mal erlebt habt damals, die meisten haben es wahrscheinlich schon erlebt oder es wäre für sie nicht dasselbe. Weil sie zuvor irgendwas anderes schon gespielt haben, also Mario 64. Ich kann euch nur sagen, das erste Mal, wo man es erlebt hat, war einfach, man hatte ewig lang Spaß, bis man mal alle Sterne hatte. Und wenn man, keine Ahnung, mal 88 Sterne hat und eigentlich spielt schon durch. Und irgendwann findet man in irgendeiner Welt doch noch einen Stern. Das ist so ein schönes Gefühl gewesen einfach. Und da war man immer wieder motiviert und es gab so viele Geheimnisse zu entdecken, das war der helle Wahnsinn. Einfach ein wunderschönes Spiel. Klar, Neuland betreten, aber dafür wirklich eine super Arbeit abgeliefert. Was es Let's Play angeht, also, um es schon mal zu sagen, ich wollte natürlich das Ganze mal ein bisschen, Anführungsstrichen, skilliger angehen. Sprich, mehr Sprünge, Weitsprünge, Dreiersprung, Wandsprung und ein bisschen mehr riskieren. In meinem ersten Let's Play zum Beispiel habe ich mir bewusst gesagt, mach langsam, damit nichts schief geht und du musst ja noch kommentieren. Und das war eigentlich gar nicht so doof. Jetzt, wo ich schon mit 6 Jahren Let's Play-Erfahrung dabei bin, habe ich mir gedacht, so, okay, komm, riskier mal was. Das Ding ist, manchmal ist es gut gegangen, manchmal nicht. Also es war insofern ein besonderes Let's Play, weil ich an einer oder anderen Stelle ein bisschen mehr Können zeigen konnte und auch ja, an der einen oder anderen Stelle abgekürzt habe oder neue Wege offenbart habe. Das ist ganz gut. Aber es wurde auch oftmals bestraft und ich habe Fails mir geleistet. Und da war ich selbst nicht mehr mit mir zufrieden, weil ich mir was anderes vorgestellt habe quasi. Im Endeffekt bin ich zufrieden. Ich hab alle Sterne gezeigt, ab und zu auch mal einen Alternativweg und ich hoffe, für Leute, die zum Beispiel Sterne suchen, dass sie hier nachschlagen können und ja, da eigentlich ein vorzeigbares Let's Play von mir haben, wie es das Spiel verdient hat.
Wie gesagt, wenn ich eines Tages weiß, ich höre auf mit Let's Playen, mache ich den Titel vorher noch einmal. Thank you so much for playing my game. Alles gut, Mario. Kein Ding, gern geschehen. Wir können ja ausnahmsweise noch mal kurz ins Menü gehen. Der Reset-Knopf. It's me, Mario. Das weiß ich doch. Das weiß ich doch. Hallo. Na, also, wenn jetzt jemand in 2, 3, 5 Jahren verlangt, mach doch noch mal Mario 64, muss ich leider sagen, nee, jetzt ist mal genug, ja. Okay, Leistung. Was ich auch gemacht habe, ihr habt es ja mitbekommen, möglichst viele Sterne an Land geholt. Piratenbucht Panik ist, glaube ich, perfekt. Oder die beiden, oder Wilde Wasserwerft auf jeden Fall. Gulliver Gumba ist halt schade, ihr habt es mitbekommen. Das war der einzig richtige Fail, weil, ja, ich hatte schon bald 150, glaube ich, oder 100, ach, weiß ich schon gar nicht mehr. Und dann wurde es leider zurückgestuft zu dem Zeitpunkt, wo wir den Stern eingesammelt haben. Tja, kann man nichts machen. Bei allen anderen habe ich, glaube ich, mehr Münzen gesammelt als in den anderen Let's Plays zuvor und deswegen kann ich mich da nicht beklagen. Ich bedanke mich bei euch fürs Ansehen. Ach so, ja, viele wollten, ganz genau, dann machen wir das. Ups, ist er. Wir haben noch ein kleines bisschen Zeit. Viele wollten, dass ich nochmal das Pinguin Race mache. Warum nicht? Es gibt ein paar Unterschiede. Ach so, ich vergesse ja das Wichtigste. Warum? Ich hätte jetzt hier fast aufgehört, ne? Wenn man 120 Sterne hat, ist diese Kanone hier offen. Wofür ist sie gut? Wir können uns auf das Schloss schießen. Und finden da jemanden. Nicht nur One-Ups, sondern auch... Wo habe ich mal... Wo sind meine One-Ups eigentlich hin? Ich habe doch viel mehr. Hey, Yoshi! Hey, Mario! Seit unserem letzten Abenteuer ist viel Zeit vergangen. Ich freue mich, dich wiederzusehen. Man erzählte mir, dass ich dich hier treffen könnte, aber ich hatte die Hoffnung schon fast aufgegeben. Ist es wahr? Du hast Bowser besiegt und alle gestohlenen Powersterne zurückerobert? Unglaublich! Und die Prinzessin? Du hast sie gerettet? Cool! Aber ich wusste natürlich, dass du es schaffen würdest. Nun habe ich eine spezielle Nachricht für dich. Danke, dass du Super Mario 64 gespielt hast. Du hast jetzt alle Sterne gefunden und damit das Spiel beendet. Aber wir haben noch eine kleine Überraschung für dich. Wir hoffen, sie wird dir gefallen, denn du kannst das Spiel nochmals unter veränderten Bedingungen spielen. Viel Spaß! Es könnte sein, dass du dabei Entdeckungen machst, die dir bis jetzt verborgen geblieben sind. Das Super Mario 64 Team. Jetzt bekommen wir die Leben. Jetzt, wo wir sie nicht mehr brauchen, natürlich. Einen neuen Move. Und eine kleine Veränderung in Kurs 4, Biberberg Bob. Sonder Yoshinski springt weg. Der stand schon optimal dafür da. Yoshi soll es übrigens auch ursprünglich geben in Mario 64, ganz regulär. In der Spieldata gibt es in der Tat Yoshi Eier und es war auch einprogrammiert, in welchen Kursen Yoshi sein sollte. Ich weiß es jetzt nicht mehr. Ja, haben sie aber entfernt. Weiß nicht warum genau. Aber sie haben ihn entfernt. Guck mal, wie das Wasser dahinter noch ist. Könnte sagen, schlampig programmiert. Sie haben ihn entfernt, aber anscheinend wollten sie trotzdem sein Charaktermodell irgendwie einbauen. Irgendwie wollten sie es einbauen. Dann versuche ich mal ganz kurz aufs Schloss hochzukommen, aber ich gehe nochmal nach Biberberg Bob. Ja, beim Schloss, man kann sich reinklitschen, man kann auch irgendwie hoch. Duh. Wenn man erstmal ganz oben ist, dann... Warte. Ja, genau, so geht das. Also das haben die Entwickler wirklich bedacht, dass man hier hoch kann und dass man hier auch hoch will irgendwie. Hm? Aha. Also einen dieser Wände... Nein! So gestaltet haben, dass man hochlaufen kann. Ich glaube, es war diese Wand. Jo. Dass man hier ganz an die Spitze kommt und irgendwie reingeklitscht, habe ich mich auch schon mal. Können wir meinetwegen nochmal probieren. Aber oh, das ist nicht so wichtig. Okay, Biberberg Bob veränderte. Ja, das war eigentlich schon ein bisschen. Ich dachte mir auch nur gerade, veränderte. Du kannst Sachen finden, die dir bisher verborgen geblieben sind. Eventuell, haben sie gesagt. Und damit haben sie recht behalten, weil
Ihr könnt jetzt natürlich alle Kurse absuchen. Meines Wissens die einzige Veränderung. Oder gab es noch irgendwas? War noch was? Eine kleine andere Veränderung. Naja, auf jeden Fall. Der Pinguin hier. Ganz kurz den Move zeigen. Verdammt, habe ich nicht gemacht. Pass auf. Der Dreiersprung ist jetzt nochmal zu einem Vierersprung geworden. Also man dotzt nochmal so ab. Kann man mal so machen. So, und jetzt das Duell gegen den dicken Pingu. Der hat nämlich ein bisschen zugenommen. Ist in die Breite gegangen. Sehr offensichtlich. Es sei denn, ich mache überhaupt nicht die passende Aufgabe dafür. In der ersten Mission ist der Pingu doch gar nicht da an der Stelle. Mensch, das weißt du doch. Ja, ansonsten wird zum Let's Play alles gesagt. Wirklich ein fabelhaftes Spiel. Ihr dürft nie vergessen, es war der erste 3D-Titel überhaupt. Und dafür haben sie schon meisterliche Arbeit gemacht. Also Nintendo hatte zuvor mit dem Virtual Boy ja auch schon einen Flop in Richtung 3D, auch wenn anderes 3D gemeint war. Hey, wie geht's, Mario? Ich bin zwar etwas aus der Übung, aber ein Rennen gegen den Schlitterkönig ist immer eine große Herausforderung. Also Kumpel, wie steht's? Sollen wir ein kleines Match wagen? Gut. Er ist nicht nur fetter, sondern auch schneller. Wahrscheinlich ist er schneller, weil er fetter ist und damit die Schwerkraft sein Übriges tut. Wo war ich gerade stehen geblieben? Naja, es gab schon... Der Virtual Boy ist zwar gefloppt. Und die wussten natürlich beim Nintendo 64... Ich denke mir immer, hinterher war es natürlich ein Erfolg. Also N64 hat sich nicht so verkauft wie NES und Super Nintendo, aber war dann doch ein Erfolg. Mehr als GameCube, mehr als Wii U. Und... Ja, an für sich... Die wussten ja nicht, ob das wirklich Erfolg hat. Dieses ganze 3D, die ganze neue... Mit Stimme und mit... Sterne sammeln, Welten erkunden. Das ist ja kein Jump'n'Run, was Mario ausgezeichnet hat immer. Ja, das war was komplett Neues und das hätte schon absolut in die Hose gehen können und hätte genauso wie, ich sag mal, die Virtual Boy-Titel total floppen können. Wer wusste das denn schon vorher? Trotzdem hat man sich Mühe gegeben und 15 Kurse gemacht, die echt nice waren. Davon habe ich jetzt schon 3 Let's Plays gemacht. Es war nicht das letzte, nein. Egal, wann ich mal aufhöre, ob... Ey, was? Muss ich mal gewandt? Ob ich, keine Ahnung, nächstes Jahr aufhöre, weil YouTube stirbt oder ob ich dann in 60 Jahren altersbedingt mir sag so, jetzt ist genug. Das weiß ich nicht, aber ich weiß nur eins. Ich will, wenn ich vom Bus überfahren werde, wird es natürlich schwierig, sowas noch zu machen, aber ich will nicht einfach so beenden, wenn ich irgendwann weiß, ist es genug. Will ich nochmal Mario 64 machen. Und zwar ganz bequem, ohne Thumbnails, einfach so Freischnauze und von mir aus 10 Minuten Parts, keine Ahnung. Um mich so zu verabschieden. Und dann könnte es wirklich sentimental werden in den Credits, ja. Aber dieser Tag ist hoffentlich noch ewig hin. Würde ich sagen können, Mensch, habe ich am Anfang meiner Karriere gleich 3-mal Mario 64 gemacht und dann kamen Jahrzehnte. Für den Moment verabschiede ich mich, das war Mario 64, danke fürs Ansehen und ist der Daumen oben, werde ich euch loben. Bis dann und ciao!